bin der Dennis und ich habe schon in der Schule angefangen, Informatik zu lernen. Und dann hatte ich dementsprechend 4 Jahre Informatikunterricht in der Schule, dann in der Abi-Zeit im Leistungskurs auch. Und da war es eigentlich klar, dass ich Informatik studiere. Ich heiße Karina und in meinem vorherigen Studium hatte ich gar keine Praxis. Und als ich erfahren habe, dass es in Deutschland so eine Möglichkeit gibt, dass man so gleichzeitig studieren und arbeiten kann, so quasi Erfahrung sammeln kann, fand ich das eigentlich gut und interessant. Und jetzt kann ich sagen, dass ich innerhalb diesen 2 Jahren mehr gelernt habe, als ich in meinem vorherigen Studium gelernt habe. Ja, um ehrlich zu sein, war der erste Grund vor allem der finanzielle Aspekt, dass man beim Studieren auch direkt schon Geld verdient. So konnte ich mir zum Beispiel eine eigene Wohnung leisten. Ich mag an der HW, dass es quasi ein bisschen so Schulegefühl gibt, also dass man quasi so festen Kurs hat, dass man so leicht sich connecten kann. Weil ich finde, bei normalen Studium ist es ein bisschen schwierig, weil du jederzeit so unterschiedliche Menschen hast um dich herum. Aber hier hast du so deinen Kurs und ja, man kann sich leicht so austauschen und ja, sind auch unterschiedliche Fächer, dass man nicht nur so in eine konkrete Richtung in Informatik studiert, sondern man lernt auch Datenbanken, ein bisschen Webentwicklung und dann kann man sich irgendwie leichter entscheiden, dann in welche Richtung man gehen weiter will. Nach einem Studium der Informatik kennt man die Grundlagen der Theorie, aber auch in der Praxis von unterschiedlichen Bestandteilen und Schwerpunkten der Informatik, alle unterschiedlichen Richtungen, zum Beispiel von Programmieren, Analysieren, auch Warten. Das gehört zu einer der wichtigsten Tätigkeiten der Informatik, Informatikerinnen. Und das zu wissen, zu kennen, ist sehr wichtig, auch für mich Informatik, Informatikerinnen. Aber speziell im Studium werden besondere Grundlagen und Begriffe, Konzepte, Methoden, Techniken gelehrt und auch in der Praxis geübt. Den Wechsel zwischen Praxis- und Theoriephase finde ich sehr schön. Also einerseits lernt man in der Hochschule eben die Theorie, die man dann jeder auf seine Weise in seinem Unternehmen dann anwendet. Also es gab zum Beispiel mehrere Module, die mir schon direkt in der Praxisphase helfen konnten. Also zum Beispiel die objektorientierte Programmierung oder das Modul Standardsoftware. Andererseits lerne ich auch in meinem Unternehmen Sachen. Also ich arbeite da nicht nur, ich lerne dort auch. Das sind auch Sachen, die ich dann in der Hochschule vertiefen kann. Mein Praxispartner also macht Software für Versicherungen und Provisionen und die machen das jetzt im Webformat und ich helfe da bei der Aufbau. Nach meinem Studium würde ich gerne weiter Webentwicklung machen und mich interessiert auch Projektmanagement in IT. Mein Praxispartner ist die Merkulein GmbH und dort entwickle ich zusammen mit dem Entwicklerteam SAP-Software. Also heutzutage ist Informatik überall. Überall werden Informatikerinnen gesucht, nicht nur fürs Programmieren, sondern auch für die Herstellung, für die Beratung, für die Analyse von solchen Softwareprodukten, für die Verwaltung von IT-Rechenzentren. Also das ist vieles, was in Frage kommen könnte. Na, am besten ist es natürlich, wenn man in der Schule schon Informatik lernt, aber was auch sehr hilfreich sind Mathekenntnisse, aber natürlich auch Englischkenntnisse, weil die Informatik einfach sehr stark durch die englische Sprache geprägt ist. Und ich zum Beispiel auch in meinem Unternehmen englische Teams habe, wo ich dann eben auf Englisch rede. Ich würde alle Schülerinnen, speziell Schülerinnen, ja, motivieren, sich für ein Informatikstudium zu entscheiden. Speziell Frauen, die sind also sehr wenig repräsentiert in technischen Fächern im Allgemeinen, in der Informatik zum Beispiel auch. Und wir brauchen oder das Gebiet braucht die Gesellschaft auch, diese Vielfalt. Und es ist viel schöner, so auch mit gemischten Gruppen, wo diese Kompetenzen dann zusammenkommen. Es ist viel schöner auch das Miteinander und es werden am Ende auch bessere Softwareprodukte entwickelt.